Heute soll es mal wieder um eine Handy-App gehen. Um welche und was die so alles kann, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie-Tipps und Tricks, aber auch Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Das Video seht ihr jetzt alles ein bisschen zeitversetzt. Bei mir ist gerade Anfang November. Durch das Weihnachtsspecial verschiebt sich aber die Veröffentlichung des Videos bis Ende Dezember tatsächlich. Und das Ganze wegen dem Weihnachtsspecial. Da gleich als erster Hinweis vorneweg, sämtliche Verlosungen sind noch offen, wenn das Video hier online geht. Also, wenn ihr die Videos verpasst haben solltet, unbedingt nochmal reinschauen, könnt ihr viele tolle Sachen gewinnen. So viel zur schamlosen Eigenwerbung. Jetzt geht's aber zum eigentlichen Video. Worum soll es heute gehen? Es soll, wie gesagt, um eine App gehen, um eine Foto-App. Und da hatte mich der Tom Demuth drauf gebracht, schon im September. Da war ich in Kroatien gewesen und da hat man so ein bisschen hin und her geschrieben. Und da hatte ich halt gesagt, naja, hier sieht es eh gerade nicht aus, wo ich war, als würde es einen Sonnenuntergang geben oder sowas. Und da schickte er mir einen Screenshot von der App und sagte, doch, Tobi, es wird einen Sonnenuntergang geben. Ich hatte an dem Abend eh keine Möglichkeit, das nochmal rauszugehen, zu fotografieren. War halt, wie gesagt, ein Familienurlaub. Aber trotzdem war ich überrascht und hatte mir gedacht, okay, na, schauen wir mal. Vielleicht hat er die App recht, weil auf der App hatte man gesehen, dass es schön Sonnenuntergang in den Wolken geben soll, der dann ordentlich schön zu sehen sein soll. Was soll ich sagen? Es gab exakt diesen Sonnenuntergang. Fand ich sehr überraschend. Die App sagte mir vorher nichts. Die App heißt Viewfinder. Ich habe den Entwickler dann mal angeschrieben und habe gesagt, hier, wie schaut's aus? Der erste Eindruck von der App ist richtig, richtig gut, hat mich richtig überrascht. Ich würde die gerne mal richtig testen. Dann habe ich gesagt, na klar, Tobi, schalten wir dich frei, kannst das mal ordentlich testen. Und genauso ist es dann auch gekommen. Ich habe die App bekommen, kostenlos, als kleiner Disclaimer vorneweg, und habe sie mir jetzt mal in den letzten Tagen und Wochen ordentlich angeguckt. Und gerade hier in Österreich ist das natürlich super. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Was ist die App? Ich würde mal hier nebenbei eine Bildschirmaufnahme starten, damit ihr das Ganze dann auch seht. Und da gehen wir mal hier rein in die Viewfinder-App. Wenn die App startet, haben wir als erstes den Homescreen, wo man so eine Art, ja, kleines Instagram, sage ich mal, hat, wo man verschiedene Bilder sich anschauen kann. Man kann Bilder posten und sowas. Ist nett, habe ich persönlich jetzt noch nicht genutzt, ist aber auch nicht die Hauptfunktion der App. Sondern die Hauptfunktion der App findet ihr hier unten auf dem Kartensymbol. Und da seht ihr, wo ihr euch befindet. Ihr könnt aber auch genauso rauszoomen, überall hingehen, wo auch immer ihr hin wollt, wenn ihr das möchtet. So, aber möchten wir gar nicht, deswegen gehen wir jetzt mal zurück zu dem Punkt, wo ich bin. So, Karten-App, schön und gut, braucht man jetzt nicht unbedingt. Und soweit gibt die Karte ja auch nicht wirklich was anderes her. Wir könnten hier auch noch die Straßenkarte draus machen oder eine Satellitenkarte, wenn wir das möchten. Aber mir gefällt diese Übersicht tatsächlich hier am besten. Jetzt haben wir oben eine Leiste stehen, die schon mal die ersten nützlichen Informationen uns bietet. Wann beginnt die blaue Stunde? Wann ist Sonnenaufgang? Wann ist Sonnenuntergang? Wann ist die blaue Stunde wieder vorbei? Das sind schon mal die ersten vier Kennzahlen. Da gefällt mir die Art und Weise der Darstellung ein bisschen besser in der SunnyTrack-App, die ich Anfang des Jahres schon mal vorgestellt hatte. Aber für mich sind die beiden Apps nicht in Konkurrenz zueinander, sondern die ergänzen sich. Mit der SunnyTrack-App kann man ein bisschen schöner gucken, wo wird die Sonne stehen, wann, wie, wo kann man das planen. Und hier mit der Viewfinder-App kann man den gesamten Sonnenuntergang als solches ein bisschen besser planen. Und das Wichtige ist tatsächlich oben hier die Wetterparameter. Und da haben wir hier einen Haufen Sachen, die wir auswählen können. Ganz klassisch erstmal Himmelsröte, sichtbare Himmelsröte. Das bezieht sich dann immer auf die Zeit, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, je nachdem, was als nächstes ist. Machen wir jetzt mal hier Sichtbarkeit Himmelsröte und nachdem es geladen hat, sehen wir, es müsste eigentlich überall Himmelsröte sichtbar sein. Sprich, wir haben oben eine Leiste von 1% bis 99% und je nachdem, wie die Darstellung auf der Karte ist, ihr seht es unten rechts zum Beispiel, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da eine sichtbare Himmelsröte hat, verändert sich das halt entsprechend. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, okay, es sieht eigentlich überall sehr, sehr gut aus. Die Himmelsröte als solches, also wie stark das Ganze zu sehen sein wird, könnten wir uns beispielsweise auch anzeigen lassen und da sehen wir, okay, es wird tendenziell Richtung Westen ein sehr, sehr schöner Sonnenuntergang sein. Wenn ich irgendwas fotografieren möchte, dann wäre Richtung Westen hier die bessere Wahl. Dann haben wir natürlich auch andere Sachen. Blaue Stunde, Fotokontrast. Was sehr schön ist, niedrige Wolken, mittlere Wolken, hohe Wolken. Ist sehr wichtig für die Planung. Jetzt gerade hier wieder in den Alpen. Wir haben die Berge hinter mir und da ist so eine schöne niedrige Wolke, die da drin hängt im Berg. Ist super. Ist richtig schön, kann man uns anzeigen lassen. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass es hier zu der Zeit entsprechend diese niedrigen Wolken geben wird. Jetzt gerade 10 Uhr. Ist es bei 1% und ich denke mal, ihr seht es, es gibt keine niedrigen Wolken. Wir können dann unten aber auch noch weitergehen auf unterschiedliche Zeiten und uns das Ganze auch dann entsprechend anzeigen lassen für die verschiedenen Uhrzeiten. Und dann können wir sagen, okay, passt für uns
oder passt nicht. Ist so ein bisschen für die Planung schöner, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich so einen mystischen Shot haben, wo so eine Wolke in so einen Berg reinzieht. Dann braucht man diese niedrigen Wolken oder auch die mittleren Wolken dann. Wenn man die nicht hat, kriegt man den Shot nicht. Und so kann man halt das hier einfach sehr, sehr schön planen. Auch sowas wie Nebel zum Beispiel, dichter Nebel. Da ist Ende Oktober beim Stefan Schäfer auf dem Kanal ein schönes Video online gegangen. Der hatte da zusammen mit dem Entwickler der App sich getroffen und Nebel fotografiert. Und das hat auch da tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Also wir haben verschiedene Sachen, die man machen kann. Auch so fancy Sachen, sage ich mal, wie Wasserspiegelungen beispielsweise, wäre jetzt hier gerade schön, wenn wir da welche hätten. Weil ich habe einen See hinter mir, ich habe ein schönes Bergpanorama hinter mir. Aber die App zeigt an, es gibt keine Wasserspiegelung. Und ich würde mal sagen, das können wir soweit bestätigen. Und damit sind wir dann auch beim nächsten Punkt. Wie genau ist denn die App? Naja, es ist halt eine Wetter-App. Und eine Wetter-App hat immer Vor- und Nachteile. Eine Wetter-App kann nie 100% perfekt sein. Das Wetter ist unbeständig, wechselt ständig. Und ich denke mal, ihr habt es auch hier jetzt schon gesehen oder gemerkt, selber schon am eigenen Leib. Wenn ihr euch den Wetterbericht aktuell anschaut, ja, es ist kein Verlass mehr drauf. Früher könnte man sagen, okay, die 3-Tages-Vorhersage, die stimmt auf jeden Fall, ist jetzt heutzutage nicht mehr so. Und genauso ist es auch bei der App, dass die natürlich nie 100% das abruft. Sie sagen aber auch nie, dass es eine 100%ige Chance gibt, sondern es gibt 1% bis 99%. Das heißt, eine kleine Restwahrscheinlichkeit gibt es immer noch. Aber tatsächlich in den meisten Fällen, wo ich die App abgeglichen habe oder auch damit was geplant habe, hat die App tatsächlich recht gehabt. Und das ist hier wirklich sehr, sehr gut. Und selbst wenn es nur 50% der Fälle wären, ist es trotzdem eine bessere Wahrscheinlichkeit, als wenn man einfach auf gut Glück losgeht. Gerade solche Sachen wie Nebel, niedrige Wolken und sowas, das wird im normalen Wetterbericht nicht angezeigt. Da muss man sich als Landschaftsfotograf normalerweise darauf verlassen, okay, wird es das geben oder wird es das nicht geben? Ich weiß es nicht, ich gehe einfach mal los, ich stelle mir mal einen Wecker. Ist immer ein bisschen doof und so kann ich halt sagen, okay, es wird sehr wahrscheinlich so werden oder es wird sehr wahrscheinlich nicht so werden. Ich hatte es jetzt hier vor ein paar Tagen auch gehabt, dass die Vorhersage zu 99% richtig war, aber halt das 1% trotzdem noch zugetroffen hat. Ich wollte im Tal fotografieren und es hatte halt in der App angezeigt nachmittags, okay, es wird rechts und links vom Tal, wird es ein richtig schöner Sonnenuntergang, aber in dem Tal selber, in die Blickrichtung, in die ich fotografiere, wird es nichts geben. Sonne ging unter und tatsächlich ging es auch so los. Rechts und links gab es einen schönen Sonnenuntergang. In der Mitte ist nicht wirklich was passiert. Da hatten wir ganz kurz so einen kleinen orangenen Streifen, aber das zähle ich nicht als schönen Sonnenuntergang. Aber ganz am Ende, ganz kurz, für nicht mal 2 Minuten, wunderschönes Mountain Glow. An einer Stelle, an einem Gipfel, ein wunderschönes Mountain Glow, genau in der Blickrichtung. Hatte die App halt so nicht vorhergesagt, aber das ist es halt. 99%, 1%. Es ist immer eine Restwahrscheinlichkeit, dass es anders kommt, als ihr erwartet. Aber auch da wieder, es war in Summe sehr, sehr korrekt. 90% der Sachen haben gestimmt. Der schöne Himmel war rechts und links, nicht in Blickrichtung. Aber ich bin trotzdem rausgegangen, weil ich hier nicht allzu häufig sein kann. Habe das Foto gemacht und es hat trotzdem hingehauen. Und das ist das, was ich euch einfach mitgeben möchte. Die App ist wunderschön zum Planen. Sie gibt euch als Fotograf einfach viel, viel mehr Sicherheit in der Planung, zu sagen, okay, lohnt es sich rauszugehen, gerade wenn ihr zu irgendeiner Location fahren wollt, die bei euch in der Nähe ist, wo ihr dann sagt, okay, da kann ich auch morgen in der Woche oder in 2 Wochen nochmal hin, da muss ich nicht zwingend heute hin. Und da kann man dann so einen Shot wunderbar planen. Und das ist hier wirklich richtig, richtig gut. Natürlich nicht allzu weit in die Zukunft und man sollte auch immer regelmäßig nochmal gucken, weil es verändert sich natürlich auch. Aber in Summe bin ich mit der Akkuratheit der App sehr, sehr zufrieden. Dafür, dass sie sich halt wirklich auf Wetterparameter bezieht. Und das ist wirklich hier top. Was nutzt ihr denn für Apps zum Fotografieren? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr ein Abo, würde ich mich auch riesig freuen. Und wir sehen uns dann spätestens am Freitag wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao.